ganz schön heiß hier drinnen. Willkommen wieder zurück zu Let's Play Skyward Sword, meine lieben Freunde. Ich befinde mich jetzt im zweiten Dungeon des Spiels, dem Tempel des Erdlandes, einem Feuer- und Lava-Dungeon. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder, was man als nächstes machen muss, weil ich habe auch bereits eine Bombentasche bekommen. Das heißt, ich kann jetzt überall, wo ich möchte, Bomben verwenden. Und hier gab es, glaube ich, jetzt irgendwo eine Wand, die ich mit einer Bombe zerstören muss. Aber wartet mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, seht mal, hier sehen wir nämlich ein X. Also, ich glaube, das ist eh gleich da drüben. So, dann nehme ich jetzt erstmal hier. Ne, komm. Verstanden. Oh, ich habe nur noch mehr eine. Das ist ein bisschen wenig jetzt. Aber wartet mal, da drüben gibt es eh welche. Die könnte ich jetzt mal kurz aufheben und einstecken. Das werde ich auch mal schnell machen. Weil von Bomben kann man wirklich nie genug haben. So, stopp. Haust du ab. Wow, Vorsicht. Nein, nicht hochgehen. Na, zu spät. So, ich stecke mir hier wieder ein paar ein, dass ich wieder voll bin. Mit Bomben. So. Ging es eigentlich nochmal hier auf? Ist hier irgendwas? Ach so, seht mal, da kann man ja auch was zerstören. Haha. Ich glaube, ich weiß auch wie. Man muss eine Bombe dann nehmen, also eine Donnerblume dann, wenn sich die... Ja. So. Aua. So nämlich nicht. Trottel. So nicht. So, komm. Jetzt. Hier raufwerfen, wenn die Plattform hochsteigt. Und dann... Komm schon, explodiere. Bams. Jawohl. Da haben wir nämlich eine feine Schatztruhe. So, und jetzt will ich mal gucken, was haben wir da drin. Luki, Luki. Und es ist ein goldener Schmuckschädel. Sehr schön. Das ist jetzt bereits mein dritter. Wunderbar. So. Na, es hat sich eh gelohnt. So, ich habe nur Angst, wenn ich hier... dass ich hier nicht wieder in die Lava falle. So, Moment mal. Warum kann man hier graben? Achso, schon wieder eine Rubine. Na, brauche ich jetzt nicht. Ich habe mehr als genug Rubine. So, das war jetzt, glaube ich, eh irgendwo da drüben. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich vorbeikomme, um diesen zweiten Pfeiler da reinzudrücken mit der Steinkugel, geht es hier trotzdem irgendwo weiter. Das war, glaube ich, gleich hier drüben. Oder? Ja, seht mal. Wenn wir diese Wand genau angucken, dann sehen wir da einen Riss drin. Das heißt, ich nehme eine Bombe und... Bam! Achso, und gleich noch eine. Bams! Hahaha! Hier geht's also weiter, weil laut Karte ist hier ein ganz schön großer Weg jetzt. Und ich glaube, hier muss man eh erstmal den Lava-Fontänen hier ausweichen. Also hier. Ah, und schon wieder diese. Was weiß ich, was das sind? Lava-Fische oder irgendwelche ekligen Viecher jedenfalls. So, was haben wir denn hier? Ach so, hier kann ich auch wieder graben. Schleim. Ich will aber kein Schleim. Na, haust du ab. So, was haben wir hier drin? Herzen. Okay, Full Energy. Dann kann man hier noch ein paar Donnerblumen mitnehmen. Ich finde die Idee so geil, dass man neuerdings Donnerblumen einfach so aufheben und in die Bombentaschen packen kann. Das war ja früher noch nie möglich. Also die Idee finde ich wirklich sehr toll. Und da steht schon wieder ein Bockblin rum. Du kriegst gleich mal auf die Fresse. Wenn ich dich erwische. So, und... tot. So, was zum... Achso. Deko-Kerne? Momentchen mal. Das stimmt doch jetzt was nicht. Ich muss doch hier irgendwie vorbei. Achso, hier. Bumm. Und... Kabams! Wow! Gleich mal von Feuerflatterern angegriffen, wenn es fies. Und da ist noch so ein Mistvieh. Haust du ab! Boah. Ich habe immer so Angst, wenn ich in Flammen stehe. Ich meine, wer steht schon gerne in Flammen, sagt mir das mal. Ich glaube, keiner. So. Und da ist noch so ein Vieh. Und tot. Nein! Schon wieder getroffen! Fies. So, Moment. Hier geht's... hin? Aha. Nee, Moment mal.
Ach so. Hä? Nee. Hä? Doch, doch. Momentchen mal. Käfer. Ich schick den Käfer mal vor, weil... Na klar. Hier muss man ja das Tor irgendwie aufkriegen, sonst komme ich ja hier nicht weiter. Zack. So, das reicht nur leider nicht. Das heißt, er fliegt gleich ein zweites Mal los. So, weil auf der Rückseite sehe ich noch so ein Zahnrad mit einem Seil und diese dämlichen Bockblitze. Aber die können mich jetzt mal... Geht sich das überhaupt aus von der Flugstrecke her? Der kann ja nur eine bestimmte Strecke weit fliegen, der Käfer. Ah doch, das geht sich aus. Und da haben wir das zweite Seil. So, schön durchschnitten und... Jawohl. So gefällt mir das. So, wo ist die Kugel? Hier ist die Kugel. So, das heißt, ich muss jetzt einen großen Umweg nehmen, um diesen einen Schalter da reinzudrücken, den wir schon mal gesehen haben. Oh, jetzt ist da schon wieder so ein Ding. Warte mal, Fei, kannst du mir mal sagen, wie die heißen? Dies ist ein Lavakopper. Diese seltsame Kreatur lebt in glühend heißer Lava und wandelt heißes Gas in Flammen um, die es dann ausspuckt. Sobald er eine Gefahr erblickt, zieht sich der Lavakopper erschrocken in die Lava zurück. Du hast diesen Gegnertypus insgesamt 9-mal besiegt. Du verhältst dich im Kampf mit diesem Gegnertypus meiner Analyse zufolge sehr souverän. Ja, ich weiß. Und da wird gleich ein... zum 10. Mal einer umgebracht. Ha, 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 ha. So, jetzt will ich aber kurz mal hier rauf, um den Bockblitz die Fresse zu polieren. Ich sagte, um ihnen die Fresse zu polieren. Mann! Und stirb. Mann. Ja, auf damit! Mann! Ich hasse das. Das soll nicht alles abblocken. So, hier könnte ich speichern, aber das habe ich nicht nötig. So. Ich gehe einfach weiter. Ich hätte mir eigentlich erhofft, dass die... Oh. Oh, jetzt. Schnell! Bevor die wieder anfängt zu spucken. So. Oh, oh mein Gott. Was soll denn das jetzt? Das ist nicht euer Ernst, oder? Wenigstens kann man die Steinkugel mit dem Joystick steuern. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an den Sternenball aus Super Mario Galaxy. Wer da mein Let's Play verfolgt hat, wird wissen, was ich meine, weil da musste man ebenfalls eine große Kugel... Wow, ja, mit... also durch das Neigen der Wiimote bewegen, aber hier geht's Gott sei Dank mit dem Joystick einmal etwas, wo man nicht die Bewegungssteuerung braucht. Und jetzt bin ich eh schon einmal rundherum. So, warte, du gehst mal sterben, weil du hässlich bist. So, und dann haben wir hier noch einen Exo, also eine Echsen, eine Echse. Exafol heißen die. So, und Fahrstoß. Und wieder einen Eidechsenschwanz bekommen. So dreckig es sich auch anhört. Und drei Stück habe ich immerhin schon. Sehr schön. So, Herzen. Dann haben wir hier noch eine kleine Schatztruhe. Da gibt es sicher wieder noch Rubine drin. Jo, ein 20er. Was für ein Glück. So. Boah, fast 700 Rubine. Fast 700. Also nur noch mehr 101. Dann habe ich, die mittlere Börse und auch die Ersatz-, Zusatzgeldbörse auch voll. Weil mein Limit dabei ja 800 Rubine beträgt. Und da haben wir endlich den zweiten Schalter, den ich hier so reindrücken muss. So, wieder ganz reindrücken. Ja. Sehr schön. Jetzt kann ich endlich da weitergehen. Das freut mich. Und hepp. So. Okay. Ich habe hier noch 4 Bomben. Hier haben wir eine Tür. Hier haben wir ein paar Vasen. Ah, 700 Rubine. Ist doch eine schöne Zahl. So. Wider Gates. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Eine riesige Rampe. Und laut Karte... Na, da ist noch was. Und vor allem hier drin kann ja dann eigentlich nur noch mehr der Masterschlüssel sein. Also, es ist wieder ein seltsam geformtes Objekt natürlich. Es ist ja kein richtiger Schlüssel mehr wie früher. Ich freue mich schon wieder, den einsetzen zu dürfen in das Schloss. Und hier liegt schon wieder ein Bernsteinhalbmond herum. Und ich weiß nicht warum. Das ist jetzt bereits mein 9. Wow, toll. Okay. So. Ich weiß eh noch, was hier so gefährlich war. Und zwar fallen hier Felsen runter.
So, genau, seht mal. Voll gemein. So, hier in den Nischen kann ich mich kurz ausruhen, wegen der Ausdauer. So. Und weiterrennen. Rennen. Und wow. So. Achso, hier geht's noch weiter. Ja, so. Moment mal. Hier kann man durchkriechen. Jetzt nehme ich mir gleich mal ein paar mehr Donnerblumen mit. So. Schwupps. Schwupps. So, ich mache mir sie gleich wieder ganz voll, meine Bombentasche hier. So. 9. Und 10. So, mehr geht dabei leider nicht. Warum kann ich hier schon wieder graben? Ich will nicht graben. Ich glaube, das war hier wirklich nur, dass man die Bombentasche auffüllt. Naja, ich weiß schon. Erstmal muss ich versuchen, hier hochzukommen, ohne... Oh mein Gott! Hilfe! Autsch! Jetzt habe ich mir wehgetan! Moment mal! Hä? Man muss doch irgendwie von da oben... Nee, das geht sich ja nämlich gar nicht aus. Seht ihr, das geht nicht. Moment mal. Hä? Oder... Hier ging es doch irgendwo nämlich rauf, aber wo zum Teufel war das? Hier hinten? Nee. Oder, oh ja, vielleicht ist hier eine Luft. Luftströmung gefunden! Jetzt habe ich es wieder, man muss ja hier rauf. Damit man von hier oben eine Bombe rüberwerfen kann, damit man da die Felsen zerstört, weil hier ist so eine Art Balkon. So, ich glaube es... Genau, die Bombe muss man genau dahin werfen, wo der Boden so komisch kaputt ist. Damit sich das ausgeht. So. Die rollt jetzt hier schön brav runter und... explodiert zu spät. Was für ein dummes Ding. Okay. Warte mal, wie... Wie war das nochmal mit dem Beeinflussen von dem Radius? Ich probiere mal was aus. Ich werfe sie eben mal weiter darüber. So, komm schon, explodiere vor den Felsen! Nein! Warum nicht? Warum nicht? Sag schon, warum nicht? So, komm, bitte! Nein! Fuck! Wieso geht denn das nicht? Das geht sich doch von hier aus, glaube ich, gar nicht aus. Ne? Nee, kann auch gar nicht gehen. Hebst du die... Warum hebst du sie nicht auf? Das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, aber... Verdammt nochmal! Das muss sich aber ausgehen! Das muss... Die muss genau in dem Moment explodieren, wo... Bams! Na also, geht doch! Aufs richtige Timing kommt's halt an! So... Ich glaube, das schafft das hier nicht mehr. Peinlich! So. Geht doch. War ja doch nicht so schwer. Es hat wieder mal nur am Timing gelegen, weil Timing ist nicht so meine Stärke. Genau, jetzt kann ich nämlich, wenn hier die Felsen runterkommen... Haha, ich lache euch ja so aus. So. Und ganz schnell weiter. Was zum Teufel nochmal? Ein riesiges Drachenmaul. Und da ist die... Tür zum Bossraum, aber ich habe immer noch nicht diesen besonderen Schlüssel. Und vor allem ist hier eine riesige Lavafontäne, das heißt, da käme ich nicht mal hin. Da muss ich mir was einfallen lassen. Oh Gott, ich weiß eh schon wieder, was man da machen muss. Und das war so übel, das war so kacke. Seht mal, hier ist noch so eine Drachenstatue und hier wachsen erstens nicht umsonst Ausdauerfrüchte, sondern das sieht hier auch wie eine Rampe aus. Also eher mehr wie so eine Rutsche. Genau. Hier kriege ich schon mal den Schlüssel. Du hast den Drachenschlüssel erhalten. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. So, und jetzt... Warte mal, kann ich mir das noch nehmen? Ja. So, und jetzt, sobald ich mir den Drachenschlüssel geholt habe, muss ich wirklich wie ein beklopptes Schwein da wieder zurückrennen, weil es wird gleich was... ganz krasses passieren. So. Seht mal. Die Drachenstatue öffnet die Maul und eine riesige Steinkugel kommt raus! Scheiße, renn! Link, renn! Schnell! Und
Spring zur Seite! Wow! Wow. Wow, das war knapp. Und dem Drachen voll ins Maul. Puh. Freunde, ich hab's geschafft. Der Tempel des Erdlandes ist durchquert. Ich habe auch alle... Ja, ich habe alle Schatztruhen offen. Gut. Ich würde aber sagen, ich mache diesmal den Boss. Also ich werde sie nicht sperren, weil ich habe noch so viel Zeit für diesen Part. Dann ist es in diesem Part sogar schon soweit. Wenn ich es... Ja, hoffentlich hat's geschmeckt. Wenn ich es jetzt noch schaffe, den Drachenschlüssel richtig einzusetzen. So, ach du meine Güte, sieht wirklich so aus wie so ein chinesischer Drache. So, um Gottes Willen, wie war denn das nochmal? Ich hasse das ja, also ich mag das nicht so sehr. War das... Na, das kann schon fast richtig sein. So, glaube ich. Oder? Ja! Haha, na bitte, war doch nicht so schwer. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wieder mal spannend und unheimlich zugleich. So. Warum bitte... Oh, oh mein Gott. Hä? Ach so, ja, das war ja die riesige Steinkugel von vorhin gerade. Die rollt jetzt hier lang. Aber das sieht hier wirklich aus wie ein Drachenskelett. So, hier gibt es mal ein Herzblümchen und... Oh ja, auf jeden Fall Donnerblumenvorrat auffüllen. Ich mache mir erstmal wieder die Bombentasche voll, weil die werde ich jetzt auch gleich brauchen. So, schwupps und voll. Gebete, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Oh, das ist doch gut. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Was? Gefesselt? Wer wagt es? Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Das würde ich auch meinen. Alter, haben die echt hier gefesselt? Die war hier, Zelda war wirklich hier. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich finde sie. So. Dieses Drachenmal da oben macht mir wirklich Angst. So. Was zum... Jiraim! So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Na, ist doch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese... Sie hat... Dieses Schoßhündchen der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen! Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Ja, wie jetzt? Oh oh. Scheiße. Oh oh. Ach du Heiliger, was zum Teufel ist das? Glühender Höllenfels Beradama! Oh mein Gott, der Boss des Tempels des Erdlandes ist so ein Riesenfeuerding. So, wartet mal, wenn es nicht brennt, einfach mal eine Bombe entgegenwerfen, dann rollt es wieder zurück und dann, wenn es versucht irgendwie mich einzusorgen, einfach eine Bombe in seinen Rachen rollt, die verschluckt er dann. Jetzt erstmal bam und dann sein Auge mit dem Schwert angreifen. So. Und dann sollte man ganz schnell wegrennen, bevor man noch totgetrampelt wird. So, haust du ab! Bams. Das ist eigentlich die ganze Taktik. Immer wieder eine Bombe nehmen und sie ihm ins Maul werfen. Und dann sofort das Auge mit dem Schwert angreifen. Na. Komm schon. So, und wenn er hier so brennt, ich kann mich auch umdrehen mit der Kamera und versuchen jetzt davon zu laufen.
Oh, Ausdauer. Oh oh. Ja, und wenn er so macht, also wenn er mich hier so angreifen will, dann natürlich so den Feuerbällen ausweichen. So, der kommt mir auch immer näher. Der kommt bis hier rauf, aber jetzt... Ja. Moment. Haust du ab! Ja! Gott! So, und wenn er so zurückholt, am besten sprinten, dass man ihn einholt, weil man sollte nicht zu weit weg sein. Wegen der Bombe. So. Kommst du mal her. Nimm das und das und das! Oh mein Gott. So, also wir sehen, wir zerstören seine äußere Hülle ja irgendwie immer mehr. Oh! Autsch! Das hat wehgetan, du Mistvieh! Hey, bleib hier! Hopp. So, und fries! Bombe! Ja. Was macht das Auge denn da drüben? Ach, kommst du wohl hin? Wow, 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 wow. Oh, okay. Jetzt geht er über mich drüber und versucht mich platt zu walzen. Wow! Daneben! So, da oben könnte ich mir, wie gesagt, immer wieder Bomben auffüllen und auch Herzen holen. So. Daneben. Wow, wow, wow. Alter, hörst du mal auf damit. Bams, aua. Na, egal. Ein paar Schmerzen muss man ertragen in einem Bosskampf. So, komm her. Fries. So, jetzt müsst ihr aber gleich down sein. Ach, immer noch nicht. Oh Mann, ey. Hat dieses Vieh denn noch immer nicht genug? Es versucht immer noch, mich umzubringen. Sehr nett. So. Und fries. Fries und stirb vor allem. Jetzt aber. Na, was zum... Nein! Nein! Hey, Scheiße! Mann! Das Auge weicht aus. Ist das fies. Das Auge ist ausgewichen. Ey. Das ist aber unfair. Na warte. Nochmal. Ja. Dann eben so. Und das war's endgültig für Beradarma. Ich hab's geschafft. Und da gibt's gleich mal einen Herzcontainer als Belohnung. Puh, Gott sei Dank. Boah, ganz schön krasser Bosskampf gerade, aber ich hab gewonnen! Herzcontainer! So. Zack, zack. So, jetzt muss ich allerdings trotzdem wieder hier hochlaufen, weil von der anderen Seite bin ich ja gekommen. Werden wir Selle jetzt wirklich endlich wieder treffen? Wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn wir durch diese Tür hier gehen. Link! Hey, was soll das? Nein, Zelda. Ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhaltend auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Ja, wie jetzt Aufgabe? Ach nö. Zelda, nicht fortgehen! Link, es tut mir leid. Was soll denn das jetzt?
Wo geht sie hin? Wow! Wer ist das überhaupt? Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage? Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählte, Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Quelle des Erdlandes. Na ganz toll, da haben wir Zelda endlich gefunden und dann darf sie nicht bei uns bleiben, sondern muss immer noch ihre Bestimmung erfahren. Ja, ist alles gerade sehr rätselhaft, aber auch hier gibt es wieder einen Altar. Ich will nur mal kurz gucken, gab es hier hinten auch einen Würfel? Nee, aber hier gibt es dafür Feen. Naja. Okay, ihr könnt euch bestimmt denken, was man hier jetzt bekommen wird. So, Himmelsstrahl! Gebiete, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeiten des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel ihrem Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes Ranel, dort öffnet sie das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Das Zeitportal? Und da ist die dritte Steintafel. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, Zelda scheint sich an dieser Quelle spirituell gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun in ein Gebiet namens Ranel unterwegs ist. Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtsäule erscheinen. Wir können ihr nach Ranel folgen. Ich schlage vor, zum Wolkenhort zurückzukehren und von dort aus nach Ranel zu reisen. Okay, Freunde, ich würde auch mal vorschlagen, diesen Part jetzt zu beenden, nachdem ich den zweiten Tempel erfolgreich abgeschlossen habe. Wenigstens wissen wir jetzt, dass Zelda immerhin in sicheren Händen ist, weil diese merkwürdige Frau scheint ja jetzt die Beschützerin von Zelda zu sein. Auch wenn wir nicht ganz genau wissen, was das alles eigentlich soll. Wir werden es im Laufe unseres Abenteuers hoffentlich noch erfahren. Und ich werde jetzt hier mal speichern. Und im nächsten Part kehre ich dann in den Wolkenhort zurück und werde dort die Bernsteintafel einsetzen,
um den Weg ins dritte Gebiet, nämlich in das Gebiet von Ranel, zu öffnen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Tschüss!